So, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. In der letzten Folge habt ihr ja echt mal Scheiße verpasst. Oder richtig dumme Aktion, wobei eigentlich war es ja von mir heldenhaft. Da vorne ist der Experte von, na, Mähdrescherfahrer, der unser Maisfeld hier abernten soll. Und er hat es tatsächlich geschafft, sich an diesem Strommast hier festzufahren. Rückwärtsgang kennt er scheinbar nicht. Und ja, so 10 Minuten gebraucht, ihn irgendwie zu befreien mit meinem Pickup. Dabei fast uns selber hier in dem kleinen Fluss, Bachlauf festzufahren, zu ertränken, unseren Pickup zu versenken. Wie auch immer. Kurz schauen. 10 Uhr. Wir haben jetzt 2500. Wenn das Feld abgeerntet ist, möchte ich mindestens 6300 auf unserem Konto sehen. Jetzt gucke ich mal. Flüge das Feld. Transport. Flüge das Feld. Aufträge, wobei Transport. Nein, ich muss jetzt sehen, wie viel Geld hier reinkommt. 70. So gefühlt könnten hier 8000 Euro schon rauskommen bei der Ernte von dem Maisfeld. Wäre mehr als was wir bezahlt haben, da wir halt durch unseren Sozialpunkte-Bonus das gemacht haben. Echt so ein Ding. Ich guck mal ganz kurz. Unser Feld hier unten, das ist ja zur Ernte Mühe. Möchte ich es pflügen lassen? Ja, komm. Was kostet denn das Pflügen hier auf? So. Der besoffene Mähdrescherfahrer kommt zurück. So. Jetzt stellen wir unser Fahrzeug mal hier ab. Bisschen Sicherheitsabstand lassen. Und nicht zu nah ans Wasser damit. Oh Gott. So, er könnte ruhig ein bisschen schneller fahren. Und dann muss ich mal aufs andere Feld schauen, das ich pflügen lassen will oder gerade den Auftrag dazu erteilt habe. Dann muss ich, wie es aussieht, nur noch das Düngen auf meinem eigenen Feld übernehmen. Rest machen dann andere für uns. Okay, sauber. Du bist gut um die Kurve gefahren hier. Na, jetzt hat er ja auch schön Platz, um das Weizen, um den zu erntenden Rohstoff. Sagen wir das so? Ist das ein Rohstoff? Um das Objekt der Begierde. Das ist auch scheinbar besser. Oh, professionellen Eindruck hier. Aber im Flügen kann er auch ein bisschen schneller fahren. Alles gut so, wie du es machst, Kollege. Ah ja, wendet auch die Schneckentechnik an. Nur halt auch von außen nach innen.
Sprecher gegen Uhrzeigersinn. Hat das einen Grund? Kommt das, weil der eine links von der Straße das Feld hat, der auf der anderen Seite links dreht, rechts dreht? Da echt kaufen können, wo die billiger sind wie das, was ich nachher bei der Ernte bekomme, da kann ich mich ja recht schnell reich machen und dann auch selber große Fahrzeuge mir leisten. Wenn ich genug Sozialpunkte dann noch habe. Wenn ich das richtig sehe, sind wir ja immer noch im ersten Jahr des Spiels. Haben da doch schon einiges geschafft. Den ganzen Hof repariert, einen kleinen Vorpark mit alten Maschinen uns zugelegt, das Haus renoviert, geheiratet. Stelle so größtenteils renoviert, also nahezu den gesamten Hof, Gewächshaus natürlich auch, diesen Transport-Pickup gekauft für Baumarktware. Und jetzt haben wir noch zwei Felder zusätzlich erworben. Das heißt, wir haben zwei Minifelder mit 0,7 Hektar etwa, dann dieses hier drüben mit knapp 1 Hektar und das mit 1,45 da drüben. Haben wir doch schon einiges erreicht. Und wenn die Ernte hier weiter so gut läuft, beziehungsweise das Geld so sprudelt bei der Ernte. Ach, und Kühe, Hühner haben wir uns ja alles auch noch geleistet. Wieder irgendwelche Strommasten dir entgegenkommen und dich festhalten. 58%. Boah. Ey, das werden locker 9.000 Euro. Ich glaube, ich kratze da eine 10.000. Da schaue ich mal darüber. Hopp, nichts in die Hand nehmen. Ein Weizenfeld. Schauen wir mal. Ist auch ein Strommast in der Nähe, aber 1,5 Hektar. Was soll das denn kosten? 6.200. Das haben wir gleich. Feld leiste ich mir. Das muss ich mir leisten. Was war da drauf? Jetzt habe ich nicht geschaut. War das Weizen? Ja. Heilige Scheiße. Mit der einen Ernte finanziere ich im Grunde immer gleich den Kauf fürs nächste Feld. Boah. Also jetzt läuft's. Ups. Nichts kaputt fahren von unserer wertvollen Ernte. Ja, ist auch noch dabei. Sehr gut. Brauche ich ja bald nicht mehr selber arbeiten. Oder?
noch die Scheiße aufs Feld fahren. Wobei, wir haben zu wenig Kühe. Die Scheiße können die gar nicht produzieren. Wir brauchen mehr Dung. Müssen wir Dünger kaufen. Naja, gut. Irgendwas müssen wir ja machen. Aber vielleicht dann mit dem neuen Traktor, den ich schon gesehen hatte beim Händler. Ja, geil. Geil, geil, geil. Wo ist der Mähdrescher da unten? Da holzen wir mal kurz die Straße. 5650% immer noch zu ernten. Komm. Er stört mich auch nicht, wenn der am Ende wieder so ein Knubbel auf dem Feld stehen lässt. Ich habe leichte Bedenken, dass der nächste Idiot, den wir engagieren, sich wieder hier festfährt. Aber einmal schon gerettet. So. 6000. 6200. Naja, gut. Warten wir mal noch ein wenig. Sechstausendeinhundertfünfzig. Führ mich zum Schotter. 6230. Muss mal passen. 6245. Das sollte noch reichen. 39, genau. Ich habe ein Feld gekauft. Auf die Karte. Nein! Auf die Karte. Wir wollen zum Feld. Ich habe noch nicht genug Geld, um einen jemanden zu beauftragen, unser Feld zu ernten. Gute Arbeiter sollen ihr Geld wert sein. Ich werde hungrig, sehr schön. Jetzt mehr ein Ei und noch eins. So. Kann ich ja bald zu Janet sagen, wir können uns Kaviar leisten. So. 240. Was? 9,280. Ja. Noch 20 Euro jetzt. Klick und Ernte. So. Ach, jetzt. Jetzt werden wir bald im Geld schwimmen. Dumm nur, dass meine Sozialpunkte weiter fallen, aber. Da hinten kommt der Experte. Er fährt natürlich auch wieder nicht über die Straßen. Warum auch? Oh Gott. Wenn ich die anderen Autos sehe, wie die sich hier überall festfahren. So, hallo. Der nächste Angestellte von uns. Nicht Angestellte. Angestellte. Da wurde ja gemietet. So, nein. Fang doch auf der Seite an, wo die Strommasten stehen. Junge.
Bitte mach keinen Mist. Mach keinen Mist. Mähwerk an. Warum fangen die mitten am Feld? Wobei. Sieht zumindest eine vernünftige Spur schon. Keine brenzlichen Sachen. Ich beende mal wieder die Folge. Tschüss und schau bis zum nächsten Mal.